Zu Beginn der 60er Jahre hat Guinan ein preisgekröntes Modell vorgestellt, das Modell 361. In Deutschland auch bekannt als die 102B von Sinn Spezialuhren. Diese Uhr war der Start der Zusammenarbeit zwischen Sinn Spezialuhren und Guinan, als Guinan angefangen hat, für Sinn Uhren zu bauen. Vor kurzem hat Guinan dieses Modell in einer frischen, modernen Variante neu aufgelegt und dieses Modell möchte ich euch heute im Video etwas näher vorstellen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wie hier im Video schon beschrieben, haben Guinan und Sinn über lange Zeit zusammengearbeitet und Guinan hat für Sinn Uhren gebaut. Und der Start dieser ganzen Zusammenarbeit war das Modell 361 von Guinan bzw. die 102B von Sinn. Dieses neue Modell der 361 von Guinan ist eine moderne, frische Neuauflage mit einem Bicompax-Ziffernblatt in einer Reverse-Panda-Ausführung, was ich sehr charmant finde. Und dieses Modell hat ebenfalls wie das Original eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern, allerdings oben ein Saphirglas statt eines Acrylglases und unten einen Stahlboden. Insgesamt eine sehr gelungene Ausführung, wie ich finde. Und für aktuell 1.889 Euro ist es auch eine verhältnismäßig günstige Uhr in dieser Preisklasse am Lederband. Dieser Bicompax Chrono in der Reverse Panda Ausführung wurde realisiert durch ein Valjoux 7753 bzw. ein Sellita SW 510, je nach Verfügbarkeit des Werkes. Und die Uhr ist mit einem Durchmesser von 40,6 mm und einer Bauhöhe von 15,2 mm sehr gut tragbar und passt an beinahe jeden Arm. Die Bandbreite der Bandanstoß beträgt 20 mm und der Abstand von Horn zu Horn 48,4 mm, also auch für schmale Arme durchaus gut geeignet. Ohne Band wiegt die Uhr 85 Gramm und gehört damit nicht zu den Schwergewichten. Ja, hier ist das gute Stück und ich habe die Aufnahmen auf einem Uhrenstammtisch gemacht und habe sie, na, beinahe vom Arm des Besitzers genommen, sodass sie nicht hundertprozentig gesäubert ist. Ihr seht also hier leichte Tragespuren und auch leichte Spuren an der Uhr, so wie es sich bei einer gebrauchten Uhr durchaus gehört und auch normal ist. Die Lünette ist wie bei Guinan sehr, sehr häufig anzutreffen. In beide Richtungen drehbar und arretiert ohne Klick, allein durch den Reibungswiderstand, wodurch sich die Lünette extrem genau einstellen lässt. Die Fallschließe ist gut und funktional, nichts Besonderes, aber auch überhaupt nichts Schlechtes. Das Ziffernblatt finde ich sehr charmant mit dem schwarzen Blatt, dem silbernen Reo. Und die Uhr als solche ist in einem von Guinan häufig verwendeten Gehäuse mit den relativ geraden Hörnern, die sich nach unten etwas abwinkeln und dadurch sich sehr gut an den Arm anpassen. Der Boden ist graviert, finde ich auch sehr ansprechend. Hier können wir schon mal einen kleinen Blick auf die etwas verwirrende Skaleneinteilung des Ziffernblattes werfen, aber ich werde später im Video da noch einmal ganz genau darauf eingehen und diese Skaleneinteilung erläutern. Hier haben wir jetzt einmal das Ziffernblatt der Guinan und ihr könnt sehen, dass es nicht intuitiv erkennbar ist, wie die Minuten aufgeteilt sind. Gehen wir mal von der 60 aus, direkt oberhalb der 12. Rechts daneben ist ein durchgehender Strich, das ist Minute 1. Der kleine Punkt daneben ist für die Minuterie unerheblich und kann ignoriert werden. Der Strich daneben ist die Minute 2. Dann kommt ein kleiner Punkt mit einer kleinen 1. Das ist die Minute 3, danach wieder ein Strich, die Minute 5 und dann kommt ein kleiner Strich mit einer 5 in einer etwas größeren Schrift als die 1 auf der Minute 3,
Und diese 5 gibt den Hinweis, dass dies die Minute 5 ist. Die kleinen Punkte zwischen Minute 1 und 2 und Minute 4 und 5 können für die Minutenablesung ignoriert werden. Durch die beiden Zahlen 1 und 5 und die Zwischenpunkte finde ich die Minuten nicht intuitiv ablesbar und etwas verwirrend. Aber diese Markierungen haben natürlich einen Zweck und einen Sinn und das möchte ich euch jetzt erklären. Zunächst aber einmal kurz der Hinweis auf die Tachymeterskala auf dem äußeren Ring auf dem Ziffernblatt. Die Ziffern 1000, 700, 500, 300 sind die bekannte Tachymeterskala, die im Prinzip genutzt wird, um die Häufigkeit der Wiederholung innerhalb einer Stunde zu messen. Wenn man also die Zeit stoppt und einen Vorgang dann mit der Stoppuhr abstoppt und sagen wir einmal bei der Minute 15, also ungefähr bei dem äußeren Ring 250, würde es angehalten, dann würde das bedeuten, dass dieser Vorgang in einer Stunde ungefähr 250 Mal wiederholt werden kann, beziehungsweise wenn man es in Geschwindigkeit umrechnet, man ein Tempo von ungefähr 250 Stundenkilometer fährt. Die Ziffern auf dem Ring der Minuterie mit Punkten und kleineren Zahlen angegeben ist die Telemeterskala. Ihr könnt es hier sehen. Ich habe die 1, den kleinen Punkt und die 2 mit roten Strichen markiert. Bei der Telemeterskala geht es darum, die zeitliche Differenz zwischen einem Lichtimpuls und dem dazugehörigen Tonimpuls in Entfernung umzurechnen. Klingt total verkopft, ich weiß, um es bei einem ganz einfachen Beispiel zu belassen. Ihr seht den Blitz, stoppt die Zeit, bis ihr den Donner hört und aufgrund dieser Zeitdifferenz könnt ihr dann auf der Uhr ablesen, wie weit das Gewitter entfernt ist. Ganz grob gesagt liegt zwischen Blitz und Donner pro Kilometer ungefähr 3 Sekunden. Das stimmt mathematisch nicht ganz genau, aber für eine grobe Schätzung stimmt es. Und das könnt ihr hier auf der Uhr ablesen. Das sind die kleinen Ziffern 1, 2, 3 und so weiter, die auf der Minutenskala gegebenenfalls für etwas Verwirrung sorgen. Und hier noch einmal ein Überblick über die drei verschiedenen Anwendungen der Skala auf der Minuterie. Wir haben eine Telemeterskala, um den Abstand zwischen einem Gewitter und meiner Position zu messen, beziehungsweise die Zeitdifferenz zwischen Schall und Ton in Entfernung umzumessen. Wir haben die Tachymeterskala, um eine Geschwindigkeit abzuschätzen oder eine Wiederholung pro Stunde. Und wir haben die Standardminuterie. Wie gesagt, ich finde es etwas verwirrend, aber davon abgesehen halte ich das für eine wunderschöne Uhr, die für mich sehr, sehr frisch, sehr modern daherkommt und am Arm sich ausgesprochen angenehm trägt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefallen hat. Und freut euch auf die nächsten Videos. In den nächsten Wochen kommen noch mehrere Uhren von Guinan, die ich gerne und mit Freude euch vorstellen werde. Bis dahin, euer Wochenmacher.